Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stadtfilmabend. Moment nochmal. So, ich war irgendwie ein bisschen zu groß, hatte ich den Eindruck. Das ist besser jetzt. Okay, dann wollen wir mal schauen, was hier mittlerweile so passiert. Wir hatten die Basis ein bisschen um- und aufgeräumt. Wir haben hier tatsächlich jetzt schon sowas wie Hydroponik. Kerstin pflanzt gerade Reis, so wie es aussieht. Hier haben wir jetzt die Arbeitsmaterialien hingelegt. Ich glaube, eine von den Pilzdingern können wir mal hier hinten hinstellen, damit da hinten auch Licht ist, wenn es Nacht ist. Hier bauen wir Räume für unsere Neuzugänge. Ja, das Lager haben wir auch ein bisschen erweitert. Ich meine, man könnte da noch ein bisschen dran machen. Hier zum Beispiel. So, allerdings sollten wir dann vielleicht hier hinten verstärken, weil da können sich dann irgendwelche Leute durchgraben. Und das wäre ungünstig. Okay. Kerstin ist im Pflanzen besser als... Was war das? Bench hat eine Prügelei mit Ratte angefangen. Nein! Nicht mit Ratte. Eieiei. Mal gucken, was haben wir hier? Also Bench hat angefangen. Ratte bezeichnete Bench als Seehund. Das hat Bench richtig wütend gemacht und er schlug zu. Naja gut, ich meine, Bench sieht nicht wirklich aus wie ein Seehund. Bench sieht eher aus wie ein Seelöwe. Ich weiß nicht, ob das aber reicht, um eine Prügelei anzufangen. Nachdem sie sich über Billard unterhalten haben und nachdem Bench Markus irgendwas gesagt hat über Musik. Okay, mich kümmert's nicht. Ich laufe einfach vorbei. Und fertig ist. Die haben sich jetzt auch wieder abgeregt. Hat einer von beiden bleibende Verletzungen davongetragen. Prellungen. Oha. Bench beißt zu scheinbar. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ja. Zwei Bisse. Ratte muss sich behandeln lassen. Ratte lässt sich behandeln. Ratte geht schon ins Krankenhaus. Sehr gut. Okay, da ist unsere kleine Innenfarm. Die wächst vor sich hin hier draußen. Das Heu auch gut. Dann können wir uns vielleicht mal wieder ein paar Tiere anzähmen. Und die Farm ist auch gut bestückt. Wunderbar. Das läuft alles ziemlich gut hier. Oh ja, die sind auch alle fertig, die Fallen, das ist auch schön. Hier liegen noch ein paar Waffen rum, die man noch einsammeln könnte. Und ein paar Leichen zum Beerdigen. Ist die Frage, ob wir überhaupt noch genug Gräber haben. 5 Gräber haben wir noch. Vielleicht sollten wir uns auch mal so ein kleines Krematorium basteln. Übrigens, Bürger, mach dir keine Sorgen hier. Dass das hier liegt, das ist nur Metallschrott von früher zerstörten Solarpanelen. Das stört nicht und das stinkt nicht und das gammelt nicht. Es ist halt nur Schrott, der in der Gegend rumliegt, weil wir momentan damit noch nichts anfangen können. Ich meine, wir könnten hier den lagern. Machen wir, glaube ich, sogar hier, oder? Brocken, Metallschrott, ja, wir könnten das hier hinlagern, aber... großen organisatorischen Unterschied oder einen logistischen Unterschied wird das nicht machen. So, da brennt unsere Tageslichtlampe und die Leuchtkapsel für die Nacht hier. Sehr schön. Holz fehlt uns. Uns fehlt Holz. Das heißt, wir müssen mal wieder jemanden rausschicken, der ein paar Bäume umhackt. So, hier... Hier und wir brauchen dann langsam, wie gesagt, so ein Krematorium, wenn wir es denn bauen können. So. Wo bauen wir das hin, ist die Frage. Also die meisten Leichen sind hier und hier. Wäre es dann nicht schlau, wenn wir hier was reinbauen würden? Hier vielleicht einen kleinen Raum noch machen und dann... Hier ein Krematorium reinbauen. Passt das? Diverses. Ist bei Produktion. Hier würde reinpassen.
Wir haben zu wenig Eisen momentan noch oder Stahl oder was auch immer. Okay. Eine weitere schöne Falle wird aufgestellt. Hatten wir hier nicht auch Fallen? Ja, hier hatten wir auch Fallen, aber nicht hier in der Mitte. Vielleicht sollten wir da noch ein paar hinbauen. Nur für den Fall, dass. Und wir könnten mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen, weil Ratte und Bench sind momentan. Ich meine, was man auch machen könnte, ist die Leichen in kleine Teile zu hacken und dann hier reinlegen, damit die Leute sich dann, die im Gefängnis wohnen, wo wir momentan keine Insassen haben, dann ihr Essen holen. Aber ich finde das moralisch ein bisschen fragwürdig. Also lassen wir das bleiben. Was fehlt hier noch? Holz fehlt noch. Okay. Und hier fehlt Stahl überall. Okay. Super. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. 5 Melonen herstellen oder 4. 4 Cowboyhüte. Wie viel haben wir mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann auch noch 2 Mützen. Und 2 Barretts. Okay. Dann haben die Leute schon mal Hut, Dings. 12 Hosen herstellen. 12 Hemden herstellen. Und 12 Parkas herstellen für den nächsten Winter. Sind zwar alle. Wiederhole, bis du X hast. Ich glaube, Parker ist am wichtigsten. Die müssten wir eigentlich ganz nach oben machen. Weil wenn es schneit und so, dann glaube ich Hose. Dann machen wir Hemd. Und dann die Hüte. So, und da machen wir dann 12 waren das, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, und hier Aufgabe hinzufügen. Kleine Skulptur herstellen aus welchem Material? Was haben wir denn für Material? Ja, das ist nämlich jetzt dabei. Jetzt verdirbt das Insektenfleisch, aber. Wir haben ein bisschen. Nunu löst Falle aus. Nunu hat doch selber die Fallen gestellt. Was soll das denn, Nunu? Tot in 11 Stunden ist nicht gut. Hallo? Bitte ins Krankenzimmer gehen. Geht das vielleicht? Meisterwerk! Kerstin hat ein Doppelbett aus Holz.
meisterlich hergestellt. Eine Abbildung auf diesem Möbelstück, endlich mal wieder ein Möbelstück mit Abbildung, ist lange her. Eine Abbildung auf diesem Möbelstück handelt von Markus Lind, wie er mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck, aber sorgfältig eine Goldader begutachtet. Eine weit ist in der Ferne zu sehen. Der Stil ist unoriginell und weist komplexe Elemente auf. Unoriginelles Meisterwerk, warum nicht? Diese Zeichnung bezieht sich auf das Ereignis am 13. April 5502, als Markus eine reiche Goldader abbaute. Okay. Das ist ja dann eigentlich hier. Das müsste dann ja hier jetzt Markus Zimmer werden, theoretisch, ne? Weil, aber gut, da sind noch keine Teppiche drin, also lassen wir das erstmal. So. Wer kann denn jetzt, Kerstin ist gerade. Kann man Nuno behandeln. So. Außer Gefahr. Sehr gut. Sowas, sowas. So, das sind unsere Tiere. Ach, die Schildkröte brauchen wir wirklich nicht mitkommen. So, okay. Sehr schön. Okay, wir haben hier ja noch Prothesen. Wir haben eine bionische Hand, ein Holzbein, eine Beinprothese und einen Bohrarm. Das sind ja alles Sachen, die wollten wir irgendwie noch an die Leute bringen. Also wir müssen mal gucken, wer hier eine kaputte Hand oder einen kaputten Arm hat. Oh, ich sehe gerade von Riesenspinnen, also von diesem Xenomorph-Angriff hat Markus zwei vernarbte Augen. Das ist nicht so gut. Er hat momentan eine Sehkraft von 44%. Das ist eher ungünstig. Also wir sollten mal gucken, dass wir bionische Augen finden, wenn wir die haben. Oder ein Visor, falls es hier sowas gibt. So, gut, mein Zeigezeh ist abgebissen, aber den benutze ich eh kaum zum Zeigen. Insofern ist das egal. Kerstin ist tipptopp in Ordnung. Nussi hat ein kaputtes Auge, aber das ist normal, damit ist er gestartet. Rechtes Auge Brandnarbe, schmerzend. 94% Sehkraft, der soll sich mal nicht so beschweren. Der Bench, aber seine Wirbelsäule hat einen permanenten Bruch. Das ist eher ungünstig. Und da sollten wir gucken, dass wir da irgendwas finden. Jefim hat eine Stichnarbe und die macht aber gar nichts, oder? Nee, Oberkörpereffizienz, aber dadurch, dass er seinen Powerarm hat, ist das egal. Ja, okay, Nuno ist momentan noch verletzt, aber das verheilt hoffentlich alles. Auch Carsten hat eine Schnittnarbe im Auge. Was ist das mit diesen Xenomorphs, dass sie immer direkt auf die Augen gehen? Wir sollten gucken, dass wir jede Menge Augen finden. Hier auch permanente Schussverletzung am Auge. Linker Arm, Schussnarbe schmerzend. Und linker Arm, okay. Für Ratte. Ratte ist jetzt einer von den Zugelaufenen. Aber vielleicht könnten wir dem Bohrarm geben. Was möchte Ratte gerne arbeiten? Ratte. Ist ein Zähmer. Aber Bergbau kann er auch. Also könnten wir Ratte den Bohrarm verpassen. Als linken Arm. Bohrarm, okay. Das haben wir schon. Haben wir scheinbar schon eingestellt hier. Okay. Naomi ist gebrechlich unter Rückenschmerzen. Chi, Schussnarbe, rechter Arm. 78%, das
Ich meine, 78% ist immer noch besser als 40 oder so. Und der hier hat am linken Bein eine Schussnarbe, 93%. Das ist aber noch in Ordnung. Das ist nur eine kleine wie sagt man? So, Ratte. Kann Nuno operieren? Wie sieht Nuno aus? Nein, das dauert vielleicht noch einen Moment. Und dann weiß ich auch gar nicht, ob wir genug Medizin haben zum Operieren. Da sind 5, da ist einer. Das ist vielleicht nicht genug. Aber wir können mal gucken, ob wir in der Gegend noch was ernten können an Medizin. Manchmal wachsen die hier so im Freien. Hier nicht. Oh mein Gott, Wildschweine, alles läuft hier rum. Gold. Hier. Ob das reicht, ist die Frage. Aber das ist auch alles, huh? Oh, der Reis ist fertig. Sehr gut. Haben wir genug Träger? Eigentlich schon. Oh, ist Ratte schon operiert worden? Boah, ja, tatsächlich. Sehr gut. Wer auch immer das gemacht hat, aber scheinbar gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Medizin nicht reicht, aber hat wohl gereicht, die Medizin. So, wollen wir mal gucken, wie Ratte hier arbeiten, 50%. Ach, wegen der Betäubung, ne? Betäubung, schwummrig, Bewusstsein 70%. Bewegen minus 8, Gesteinsabbaugeschwindigkeit 160, Tiefenbohrgeschwindigkeit 70%, Effizienz 100, das ist gut. Was mache ich? Ich mache Blut sauber und habe deswegen schlechte Laune. Okay, passiert. So, können wir denn jetzt langsam uns mal zusammenreißen und den ganzen Scheiß reintragen? Ach, Markus macht schon. Gut, Markus kann dann gleich ein bisschen mehr mitnehmen, denke ich. Und Kerstin auch. Ah, Kerstin ist auf Leute innen, okay. Warum? So, Nussi auch. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen bessere Nahrung machen hier mit Reis und Fleisch. Bench ist kein Träger. Aber Bench hat auch einen kaputten Rücken. Also. So, Carsten trägt den Reis. So, wunderbar. Dann ist hoffentlich bald alles in dem Kühlraum. Das wäre gut. Oh, Erdbeeren. Handel exotischer Güter. Vielleicht haben die Augen. Ameisen Corporation OHG. Ein Handelsschiff. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob diese Ameisen mit uns handeln wollen. Hat Carsten gute Laune? Nein, dann muss Kerstin leider. So, wir könnten unseren Wolf verkaufen, das ist aber ein Haustier. Den Bär und das Riesenfaultier wollen sie auch haben. Wir können sogar die blöde Schildkröte verkaufen für 145.
überlegen wir uns. Brandgranaten können wir verkaufen, die brauchen wir eh nicht. Den Stahl behalten wir. Ah, bionische Hand, ästhetische Nase, Beinprothese. Keine Augen leider, keine Augen. Verdammt. Gold können wir verkaufen. Powerkralle. Lernassistent. Hm. ...600 für so einen ruhig machenden Psycho-Impulsgeber. Ein einmalig benutzter Breitenwellen-Psycho-Effekt. Ja gut, das bringt ja nichts. Glitzerweltmedizin. Bauteile. Ein Röhrenfernseher könnten wir kaufen. Ich glaube, wir haben noch überhaupt gar keinen Aufenthaltsraum, oder? Naja, ist ja statt Filmabend, kaufen wir einen Fernseher. So, wo wird der jetzt abgeliefert? Da! Da ist der Fernseher. So, wo wollen wir den einbauen? Man, hier könnte man einen Aufenthaltsraum reinmachen. Könnte man. Oder hier auf der Seite. Oder ins Krankenhaus, damit die Leute hier was zu tun haben. So, so vielleicht. Das ist alles nicht so gut. Wie wäre es mit hier oben, sag mal? Hier könnte man ja was reinbauen, weil hier ist ja nichts mehr. So. Möbel. Haben wir überhaupt noch irgendwas an Stoff, um die Sessel zu beziehen? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen aus Marmor Stühle bauen. Marmorstühle. Können wir nicht. Wir können Stühle aus Holz bauen. Aus Gold oder Silber. Können wir... Ah ja, Hocker aus Marmor können wir bauen. Das ist... Ist nicht wirklich ein Sofa, aber besser als nichts. Unnatürliches Wetter für Osfo. Phosne Osfo, das ist auch mein Name. Ritterin der Fraktion des Exodus Imperium möchte einen kleinen Test mit einer der Flächen Angriffswaffen ihres Schiffes durchführen. Wenn sie damit beginnt, wird ein Wetterkontrollsystem dafür sorgen, dass ein Nebel Anstandshagen über einen Zeitraum von 17 Tagen heimsucht. Da du ein hiesiger Landbesitzer nach imperialen Recht bist, benötigt auch so deine ehrenvolle Erlaubnis, um fortzufahren. Also Nebel klingt jetzt nicht so schlimm, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist ein Nebel, also es ist kein toxischer Nebel, es ist kein nuklearer Nebel, sondern es ist ein ganz normaler Nebel. Das klingt jetzt eigentlich beherrschbar, oder? Eltex-Helm, Uran, ruhig machender Psycho-Impulsgeber. Glitzerweltmedizin können wir gut gebrauchen und 950. Für wen habe ich das denn jetzt angenommen? Okay. Für alle? Weiß ich nicht. Sehen wir dann. Ein Wetterregulator hat damit angefangen, das Wetter zu beeinflussen. Ja. Gut, dann haben wir halt Nebel. Kapseln eingetroffen. Da sind die Kapseln schon.
cool. Kein Stapel zum Hinzufügen verfügbar. Was soll das denn? Warum kann ich hier keine Glitzerweltmedizin? Hergestellt. Medizin. Können wir doch. Wo ist das Problem? Ach so, okay. Da ist ja immer noch Reis. Ihr solltet den noch reintragen, verdammte Axt. Ja, das ist der unnatürliche Nebel hier. Da gibt's echt Schlimmeres. Super. So, nur für den Fall, dass es im Sommer zu warm wird, können wir jetzt, da wir sowohl pflanzliche als auch tierische, weil diese Pilze gelten als tierische Inhaltsstoffe sind, können wir Pemmican zubereiten. Das macht sie schon. Sehr gut. Steht da auch für immer? Wiederhole für immer, ja. Sehr gut. So, das ist unser Fernsehzimmer. Nicht so doll, aber muss reichen. Was war das? Selbst wenn die Kühlung ausfällt, das Pemmican wird frisch bleiben. Was wir dann auch mal machen können, ist für die Tiere Trockenfutter zubereiten, bis wir, sagen wir, 100 haben. Erlaube Heu. Okay. Wir haben mittlerweile genug Nahrung, dass wir das einfach unabhängig von der... Oh, sieh an, die Pilze sind fertig. Immer ist irgendwas fertig. Ist das nicht schön? Jo, dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder. Dann vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder schlechte Laune eingeschaltet habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann empfehlt es euren Freunden und drückt die ganzen Knöpfe da mit Like und Subscribe und so. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir einen Leitfaden zu machen, damit ich immer das Gleiche sage. Eine Karawane. Okay, aber die Karawane machen wir dann beim nächsten Mal. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.